Also seitdem ich eigentlich klein bin, habe ich gesagt, ich möchte Biologe werden. Ein Roadtrip, 2 Monate, Skandinavien, im Winter, weil uns das schon immer gereizt hatte. Wir beide hatten die Zeit dafür. Geht in Stadtparks, geht in den Zoo. Ich habe damit angefangen, Vögel zu fotografieren, indem ich in Zoos gegangen bin, weil die Spatzen da zahm sind und die Pommes fressen. Um ehrlich zu sein, der GDT hat für mich immer tatsächlich so ein bisschen den Eindruck gemacht, als wäre er sehr restriktiv. Es ist doch schön, dass wir darüber diskutieren können. Ja, klar. Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Reihe Im Fokus. Wir sind mal wieder unterwegs, mal wieder in Bayern. Komisch. Was ist da los? Und wir sind ganz besonders froh, dass wir heute Chris Kauder bei uns zusammen im Podcast haben. Einen der kreativsten Natur- und Tierfotografen in Deutschland, würde ich sagen. Dankeschön. Ja, also endlich mal was anderes, nicht immer nur Landschaft. Und es ist relativ kalt heute, aber du hast uns versprochen, dass wir ein paar Tiere heute sehen werden. Absolut. Gucken wir mal. Haben wir schon am Parkplatz, ganz viel. Ja, stimmt. Einen toten Fuchs. Wir wünschen euch ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ein großer Dank geht auch an den Sponsor des heutigen Podcasts, Filmora 10. Mit Filmora 10 kannst auch du deinen Videoschnitt schnell und einfach voranbringen. Heute zeige ich dir mal, wie du ganz simpel einen Greenscreen-Effekt in Filmora erstellen kannst. Dafür bietet Filmora sogar schon fertige Greenscreen-Materialien. Du kannst natürlich auch deine eigenen benutzen. Deswegen ziehe ich jetzt hier einfach mal Snowing direkt über diesen Videoclip auf eine zweite Ebene. Und dann siehst du schon, wie jetzt hier ein grüner Hintergrund ist mit entsprechenden Schneeflocken. Alles, was ich jetzt nur noch tun muss, ist einen Rechtsklick hier drauf, einmal auf Greenscreen klicken und dann muss ich hier nur noch das Häkchen bei Greenscreen setzen und schon verschwindet die ganze grüne Farbe und nur noch die Schneeflocken an sich sind dann mit dabei. Wenn du Filmora 10 selber ausprobieren möchtest, dann kannst du das kostenlos tun. Folge einfach den Links unten in der Videobeschreibung, dann kannst du Filmora kostenlos testen. Wenn es dir gefällt, kannst du es dann später auch noch kaufen. Und ein weiteres riesiges Dankeschön geht an Fotomundus. Bei Fotomundus könnt ihr euer altes Kameraequipment bequem in Zahlung geben und eure Wunschkamera oder euer Wunschobjektiv dadurch günstiger erhalten. Einfach dafür das Ankaufformular ausfüllen und innerhalb von 24 Stunden bekommt ihr ein faires Angebot. Die Links dazu sind unten in der Videobeschreibung. Also hier, wenn ihr einmal stehen bleibt und mal nach oben schaut, dann seht ihr, dass da noch ganz viele Bucheckern an der Buche hängen. Und dementsprechend sind hier auch viele am Boden. Und wir sehen hier überall Spuren von Mäusen, die hierher kommen, weil sie eben Nahrung finden. Und viele Mäuse heißt? Viele Käuze. Im Prinzip, genau. Okay. Viel Nahrung für junge Käuze. Dementsprechend ist es recht wahrscheinlich, dass es einen hohen Bruterfolg gibt. Und da drüben ist eben so eine abgebrochene, alte Buche. Und genau in sowas können dann Waldkäuze brüten. Würde es jetzt Sinn machen, sich hier auf die Lauer zu legen? Nein. 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 Also wenn du da keine Anzeichen für einen Waldkauz findest, also wenn da jetzt einer drin sitzen würde, Kot oder Gewölle unterhalb vom Baum, dann macht das eigentlich keinen Sinn. Würde man den auf den ersten Blick jetzt sehen? Nicht unbedingt. Okay. Also je nachdem, wie ausgefault der Baum ist, kann es sein, dass er halt wirklich einen Meter im Baum drin sitzt. Dann würdest du gar nichts davon sehen, aber du würdest halt schon Anzeichen sehen können. Kot oder Gewölle. Alles klar. Cool. Wir werden hier noch richtig zu Pfadfindern. Ja. Und man muss immer auf die anderen Vögel achten. Also die Singvögel verraten einem eigentlich alles. Weil die warnen eben vor Prädatoren und die zeigen einen
ja, Mobbing Behavior, also sie hassen, nennt man es im Deutschen. Und die attackieren wirklich dann die Greifvögel. Weil sie denen sagen, wir haben euch gesehen, verpisst euch. Wir haben also, aber also der Greifvogel ist ja viel stärker eigentlich. Im Prinzip ja, aber meistens erbeutet er eben die Vögel im Flug dann. Mhm. Oder wenn sie irgendwo sitzen und nicht, wenn sie angekommen. Okay, ja. Oder ankommen. Dann ist er quasi passiert. Genau. Der ist erstmal verdutzt und weiß nicht, was er machen soll. Wenn dann gleich ein ganzer Schwarm kommt, denkt er sich. Lucky Punch quasi. Das ist wie bei den Hunden. Die Kleinen sind auch immer die Aggressiven, die dann die Großen immer ärgern wollen. Ja. Stimmt, ne? Ganz genau. Sehr gut. Okay, haben die dann auch so Warnrufe? Ja. Ah, okay. Das heißt, wenn jetzt hier irgendwie eine Amsel macht, genau, dann wüsstest du, okay, ja. Anzeichen. Du kannst es wirklich unterscheiden. Okay. Cool. Ja, schön. Dann hoffen wir mal, dass wir was kriegen. Ne? Ja, weiter geht's. Wir sind jetzt hochgewandert, ja, hatten schon eine kleine Waldkunde unterwegs. Pünktlich zum Interview fängt das Schneien an. Ja, sehr schön. Wie spät haben wir denn? Wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Ne? Es wird schon wieder relativ schnell dunkel. Wir dödeln hier die ganze Zeit rum irgendwie. Ja. Also ihr. Wir müssen mal so ein bisschen vorankommen. Aber was haben wir denn hier eigentlich vor? Ich finde, nein, wir vergessen immer die erste Frage zu stellen. Es ist ganz wichtig, dass wir unseren Gast erstmal vorstellen. Weil es kann ja durchaus passieren, dass bei den Millionen Zuschauern, die wir haben, einer mit dabei ist, der ihn nicht kennt. Der Chris Kauder noch nicht kennt. Deswegen die erste Frage. Wer bist du? Wo kommst du her? Und was machst du? Und was machst du eigentlich? Mein Name ist Chris Kauder. Ich bin aus dem Taunus. Bin ich dort aufgewachsen, bin zur Schule gegangen, bin dann nach Gießen gezogen und ja, habe dann am Ende von meiner Bachelorarbeit die Möglichkeit gehabt, ja, für meine Uni zu arbeiten, für meine Arbeitsgruppe zu arbeiten und bin dann auf die Falklandinseln geflogen, nachdem der Bachelor fertig war. Und dann ging es nach Wien für den Master. Da war ich auch einige Zeit und ja. In welchem Fach hast du deinen Bachelor gemacht? Biologie. Ah ja, okay, das passt ja dann schon mal ganz gut. Genau. Also Wildlife-Fotografie, Naturfotografie und Biologie studiert zu haben, denke ich, das ist schon mal ganz, ganz gut. Erinnert mich so ein bisschen an Bastian Werner, der auch irgendwie ja, Wetter mehr oder... Das ist jetzt ganz blöd gesagt, aber Wetter studiert hat. Ja. Er hat Wetter studiert, ne? Nein, aber ja, das passt ja schon mal ganz gut zusammen. Das heißt, du kennst dich perfekt aus, wenn du draußen bist und weißt eigentlich ganz genau, was du machen musst, um zu einem bestimmten Ergebnis zu kommen. Ja, das sollte man meinen, dass sowas im Biostudium vermittelt wird, aber das ist gar nicht so der Fall. Also, vor allem nicht im Grundstudium wahrscheinlich. Genau, nicht im Grundstudium, ja. Weil da lernt man wirklich alles und ich habe durch die Bank alles gelernt, also PCRs und sowas. Ich habe unglaublich viel gelernt, das war ein super Studium, aber das, was ich jetzt eigentlich mache, das habe ich nicht wirklich mitgenommen. Aber auch nicht gelernt. Dein Master müsste ja dann irgendwie ein spezielleres Gebiet gehabt. Genau. Ging der irgendwie in Richtung Verhaltensforschung oder irgendwie sowas? Nee, also ich habe Master in Zoologie gemacht, das hat jetzt nichts mit Zoos zu tun, sondern nur mit Tieren und ja, da habe ich schon viele Kurse belegen können, also ich konnte den schon recht flexibel belegen und meine Kurse wählen. Und dementsprechend habe ich die Kurse genommen, wo ich dann auch wirklich rausgehen konnte und viel über Vögel lernen was konnte. Was damit anfangen. Okay. Genau. Das heißt, deine Leidenschaft für Vögel, also wenn man jetzt mal auf so deiner Website ein bisschen unterwegs ist, es sind ja schon hauptsächlich, würde ich jetzt mal behaupten, Vögel, die du fotografierst. Ja. Kommt die dann aus dem Studium oder war diese Leidenschaft oder diese, ja, was ist es, was Vögel für dich so besonders macht? Kam das aus dem Studium oder war das schon vorher so, dass du dich dafür interessiert hast? Also seitdem ich eigentlich klein bin, habe ich gesagt, ich möchte Biologe werden. Also meine Großeltern haben mir das mitgegeben, mit denen war ich jedes Wochenende draußen unterwegs. Die beiden waren eher auf Pflanzen spezialisiert, deswegen habe ich auch diese ganzen Orchideen kennengelernt und sowas. Aber das eine kam zum anderen und ich hatte schon immer eine Faszination für Eulen. Und ja, dann ging es weiter auf alle anderen Vögel und cool, okay. Ja, okay. Jetzt bin ich hier. Wann hast du denn das erste Mal eine Kamera in die Hand genommen?
Das ist so circa 12 Jahre her. Das war auch die Kamera von meinem Großvater dann und habe einfach im Garten ein bisschen rumgeknipst, mal Zaunerdechsen oder ein paar Schmetterlinge. Dann habe ich wieder länger pausiert und dann kam das mit dem Studium eigentlich, dass ich da Dinge festhalten wollte, die man so gesehen hat. Und dann hast du relativ schnell für dich gemerkt, okay, das möchtest du dann auch später, du machst es ja nicht hauptberuflich, ne? Sondern du bist ja noch als Biologe auch noch, arbeitest du auch noch? Ja. So ist es ja? Also es ist, ja. Aber du hast schon gesagt, du möchtest damit später Geld verdienen. War das relativ schnell klar oder hat sich das dann erst mit der Zeit entwickelt? Es war lange Zeit wirklich nur Hobby. Und ich war nur Biologe neben dem Studium her. Und dann kam es so langsam, dass man ein paar Artikel verkauft hat, weil man Vorträge gehalten hat über die Forschungsreisen zum Beispiel. Und dann, ja, wurde es halt immer klarer, dass ich doch ja, damit eine Möglichkeit habe, Geld zu verdienen. Und dann war auch der Wunsch da, Fotograf zu werden. Und willst du das irgendwann mal vollzeitmäßig machen? Ja, also der Schwerpunkt ist jetzt auch schon auf der Fotografie und das möchte ich noch verstärkt ausbauen. Auch über deinen YouTube-Kanal wahrscheinlich? Genau, okay. Genau. Wie kam es dazu? Also ich meine, wenn man jetzt den klassischen Naturfotografen anschaut, würde ich jetzt mal sagen, sind ja eher so Eigenbrötler. Ist vielleicht ein Klischee, weiß ich nicht. Du bist mehr in der Szene drin als ich. Ja. Ich habe immer das Gefühl, die sitzen halt so den ganzen Tag irgendwo in einem Baum und warten, dass ein Vogel vorbeikommt und die reden da nicht viel. Sorry, also keine Klischees bitte, aber so wirkt es manchmal. Ja. Wie kommt es dann, dass so jemand quasi so auf Leute zugeht und was beibringen möchte und vermitteln will und sich so öffnet zur Öffentlichkeit im Prinzip? Das ist, also ich mag es einfach total gerne, Leuten was beizubringen. Mhm. Und dann dieses Feedback, was man da bekommt, das finde ich einfach total klasse und schön. Und ich denke, es ist auch eine, ja, in gewisser Weise unsere Verantwortung als Biologe, einfach die Natur wieder näher zu bringen. Weil wir haben uns krass entfremdet von der Natur. Und das finde ich einfach wichtig, dass wir der Natur wieder näher rücken und einfach ein Verständnis für die Natur gewinnen. Weil dieser Outdoor-Trend ja tatsächlich riesengroß wird und viele quasi rausgehen, da was super schön ist, aber halt eigentlich nicht wissen, wie sie sich verhalten. Ne? Genau. Einerseits das, ja. Also die Tierwelt leidet ganz enorm darunter. Unser Wald, auch die Pflanzen, alles leidet unter uns letztendlich. Mhm. Und ich finde es einfach wichtig, weil auch gerade jetzt ganz viele junge Fotografen mit der Naturfotografie anfangen. Also das ist wirklich so eine Mode mittlerweile, dass die auf den richtigen Weg geleitet werden. Okay. Wie bist du denn damals auf den richtigen Weg geleitet worden? Oder ist das, war es bei dir so von Anfang an alles richtig gemacht? Ich denke mal, hat ja jeder so eine Lernkurve, oder? Jeder hat eine Lernkurve. Man ist natürlich viel in Foren unterwegs. Da sieht man schon mal auch negative Kommentare, was ja absolut richtig ist und wichtig ist, dass man daraus lernt. Aber ich denke einfach, durch die Arbeit als Biologe habe ich da auch viel erfahren. Ich hatte sehr viel direkten Kontakt zu Tieren, weil ich es musste. Mhm. Und da lernt man auch schon das Verhalten der Tiere kennen. Und anhand des Verhaltens und dieses intensiven Kontakts mit den Tieren lernt man einfach viel, was wirklich Stress bedeutet und was nicht. Mhm. Und man liest natürlich auch viele Studien darüber, weil man halt sich damit beschäftigen muss. Was sind denn so die Punkte, wo du jetzt selber sagst, das sind die Sachen, die so junge Leute oder halt auch Leute, die sich nicht so sehr darum bewusst kümmern, dass in der Natur alles richtig läuft, was machen die deiner Meinung nach falsch? Was sind so die häufigsten Fehler, die man vielleicht auch relativ einfach abstellen kann? Ja, also ich finde, so ganz wichtig ist einfach, dass man bewusst durch die Natur geht. Dass man ja schon einfach die Natur versucht wahrzunehmen. Mhm. Also hier sind jetzt auch ganz viele Vögel am Rufen und dass man da einfach mal stehen bleibt und lauscht, was ist überhaupt da? Was könnte ich negativ beeinflussen auch? Was einfach abseits vom Weg ist. Also viele Vögel brüten ja auch auf dem Boden und dementsprechend ist es wichtig, dass wir uns dass wir auf den Wegen bleiben. Oder wenn wir fernab der Wege gehen, dass wir wissen, wo wir lang gehen, dass wir da nicht irgendwie eine Störung sind. Das heißt, es würde auch Sinn machen, sich vielleicht vorher tatsächlich zu informieren, wenn ich jetzt in den Wald gehe, was lebt da, was kann ich theoretisch aufscheuchen oder irgendwie, Und auch zu Brutzeiten wahrscheinlich irgendwie ein bisschen aufpassen, ne? Ja. Aber nicht nur Brutzeit, der Winter ist fast genauso wichtig, weil jetzt leiden die Tiere Not und sie dürften eigentlich nicht aufgescheucht werden, weil das ist unnötiger Energieverbrauch und dementsprechend sollte man das auch vermeiden. Okay, das heißt sich leise verhalten. Genau. All das, was wir nicht getan haben. Nein, es ist ja immer so die Frage, was kommt überhaupt vor in so einem Wirtschaftswald letztendlich. Ja.
da ist nicht viel. Aber auch das Reh soll jetzt nicht unnötig aufgescheucht werden. Und dementsprechend muss man da ein bisschen Rücksicht nehmen. Das heißt, dann macht es ja auch durchaus Sinn, dass du quasi auf deinem Kanal ja auch Rehspuren quasi, oder du machst ja auch so ein bisschen Spurendeutung. Genau. Damit, wenn ich das jetzt im Schnee sehe, weiß ich, okay, hier gibt's Rehe, ich verhalte mich mal lieber anders, als ich es vielleicht normalerweise tun würde, weil ich die dann aufscheuche. Ja, okay. Ja, also gerade jetzt im Winter, da kann man einfach extrem viel nachweisen, was man so gar nicht wahrnehmen würde, weil man einfach die Spuren im Schnee sieht. Und das finde ich echt schön und es lohnt sich immer rauszugehen. Mega. Ich finde es auch unglaublich spannend, auf deinem Kanal ein bisschen zu stöbern und so, auch Pilze sammeln. Und also es ist total geil, als du da diese riesen Steinpilze rausgezogen hast, habe ich gedacht, okay, ich falle vom Glauben ab. Also schaut da auf jeden Fall mal bei Chris vorbei. Es ist wirklich echt cool. Links packen wir unten in die Videobeschreibung. Dieses Wissen über Spuren und Vogelstimmen und so, hast du dir aber alles selber beigebracht, wenn du vorhin gesagt hast, du hast es nicht wirklich im Studium mitgenommen? Ja, also man lernt natürlich von Kollegen. Mhm. Also ich gehe sehr gerne mit Leuten mit, wo ich weiß, da kann ich auf jeden Fall was von lernen. Klischee widerlegt. klar, man eignet sich sehr viel an und versucht es dann natürlich auch in der Praxis umzusetzen. Mhm. Ja. Okay, also sind, was heißt Kollegen, Naturfotografen oder Biologen? Vor allem Biologen dann. Okay, ja. Genau. Mit Vogelbeobachtungen und genau, was weiß ich, einfach mal durch die Gegend ziehen. Ja. Okay. Aber das machst du ja auch wahrscheinlich zwangsläufig beruflich, dass du da mit Kollegen zusammenkommst, weil du auch Vögel erfasst oder du machst Erfassungen, oder? Ja, genau. Ich mache Erfassungen vor allem für Vögel oder von Vögeln vielmehr, aber da ist man schon immer eigentlich alleine. Okay, unterwegs. Okay, okay. Also nicht zu zweit und guck doppelt, sondern du machst. Ja, also man macht schon parallele Erfassungen, aber dann immer an unterschiedlichen Standorten, sodass man eigentlich keinen Kontakt effektiver hat. Ist. Genau, okay. Genau. Weil es zahlt sonst keiner. Das ist so, da frage ich mich sowieso. Also ich persönlich bin jetzt in der Naturfotografie überhaupt nicht unterwegs. Da gab es auch eine Zuschauerfrage, die so ein bisschen in die Richtung geht. Wie findest du denn überhaupt die Tiere und wie lange dauert sowas eigentlich, bis man da Erfolg hat? Das ist ganz unterschiedlich. Also das kann man gar nicht so pauschal beantworten. Also ich mache ganz viel Tierfotografie in der Stadt und da gehe ich einfach in den Stadtpark und habe meine Motive da. Und manchmal warte ich auch eine Woche auf mein Foto, weil ich in der Wildnis Skandinaviens bin und das Tier einfach nicht vorbeikommt oder ich noch nicht das richtige Foto bekommen habe. Ich mache beides super gerne und ja, aber wenn ich wirklich lange ansitze, dann muss es wirklich eine Situation sein, wo ich weiß, das Bild wird dann richtig gut. Es lohnt sich. Ansonsten mache ich das dann halt auch nicht. Also liegst du auch manchmal so mit Tarnfarben auf der Lauer, mit einem 600-Meter-Objektiv und wartest, bis der Löwe vorbeikommt und die Gazelle reißt? Genau. Der Stubenkater, die Hausmaus. Das mache ich schon sehr gerne. Aber reizt dich sowas tatsächlich auch mal, jetzt so Raubkatzen oder sowas zu fotografieren? Reizt dich sowas auch oder sind es doch eher die Vögel? Nee, also ich habe immer von mir behauptet, ich bin Vogelfotograf. Mhm. Aber alle Wettbewerbserfolge waren Säugetiere. Okay. Also, oder so ziemlich alle. Von daher schwenke ich da ein bisschen. Und erzähl weiter. Ja, und Säugetiere reizen mich umso mehr. Also ich habe ganz viel mit Hamstern gearbeitet, in Wien zum Beispiel. Und die Vogelfotografie ist schwieriger, finde ich. Weil man kennt dieses klassische Bild, Vogel auf Ast, fertig. Aber das ist langweilig, in meinen Augen, auf Dauer. Und dementsprechend muss man da ein bisschen anders agieren. Und Säugetiere wurden auch noch nicht so häufig fotografiert. Mhm. Also die sind doch deutlich seltener als Vögel, weil einfach auch weniger Säugetiere da sind. Aber deswegen hebt man sich automatisch auch schon ab, weil die Bilder seltener sind. Ja, okay. Und deswegen habe ich mich da auch viel hinter Säugetiere geklemmt. Wobei abheben, also wie gesagt, ich bin nicht so in dem Thema drin, aber wenn ich jetzt auf deiner Website schaue, sehe ich schon viele Vogelfotos, die so total detailverliebt sind, die völlig abstrakt zum Teil wirken. Gerade sowas habe ich zumindest noch nicht gesehen. Deswegen wundert es mich jetzt gerade, dass du sagst, okay, Säugetiere heben sich dagegen halt noch mehr ab. Aber gefühlt hätte ich jetzt gesagt, deine Vogelbilder heben sich noch viel mehr ab, weil sie so besonders sind. Dankeschön. Okay, wir lassen es dabei. Ja, oder ist es, oder bin ich einfach nur, oder ist es... Nein, ich versuche... Das scheint ja schon so ein Signature von dir zu sein. Also ich versuche natürlich, meine Bilder relativ kreativ umzusetzen. Das geschieht nicht immer, das geschieht im seltensten Fall. Aber natürlich, wenn ich eine Situation
sehe, wo ich mir denke, da könnte was gehen, irgendwie ein bisschen was anderes, dann mache ich das auf jeden Fall. Okay. Also ich mache super gern was mit Weitwinkelfotografie oder auch Details, Federdetails. Mhm. Da arbeite ich gerade an einer Serie. Cool. Und das wird, glaube ich, ganz cool werden. Spannend. Diese Hamstergeschichte in Wien, was du vorhin erwähnt hast, hat ja, glaube ich, auch irgendwie einen Preis gewonnen oder... Nee, was war da? Es war ein Artikel, glaube ich. Es war ein Artikel, ja. Also einen Preis habe ich leider noch nicht damit gewonnen. Das war so meine Hoffnung. Aber mittlerweile bin ich nicht mehr zufrieden mit dieser Serie, die ich da erschaffen habe. Warum? Weil schon zwei Bilder aus dieser Serie einen Preis gewonnen haben. Die kann ich für die Serie nicht mehr einreichen, für diesen Wettbewerb. Okay. Einerseits das ist ein Grund. Andererseits, ja, mit der neuen Technik, weiß man, es geht noch mal mehr und dementsprechend will man dann noch mal neue Bilder machen. Ja. Ja. Naja, ist ja auch schön, wenn man sich nicht auf seinen Lorbeerenplatz setzt quasi. Ja. Bist du Technik verliebt? Nein, überhaupt nicht. Ich hasse Technik. Aber die R5 findest du schon geil, ne? Ja, ich... klar, ich nutze die Technik super gerne, aber ich nutze halt auch nur das, was ich brauche. Und die Kamera kann viel, viel mehr. Und ich blicke da selbst nicht immer durch, aber ja... Die Funktionen, die ich brauche, die kenne ich natürlich. Nee, die sollten ja im Normalfall auch reichen. Ja, eigentlich, ne? Genau. Ja. Okay. Warum? Weil, ne, einfach Pfeil gerade so angeguckt. Wer macht jetzt weiter? So? Im Normalfall kommst du ja schon immer, wenn ich dich so angucke. Ja, ich habe mir jetzt angewöhnt, mir wurde vorgeworfen, dass ich wie Markus Lanz immer reinrede. Deswegen halte ich mich heute ein bisschen mehr zurück. So. Aber das ist jetzt auch wieder nicht recht. Aber du, ja, naja. Markus Lanz macht es ja immer so, dass er erst sich so ein bisschen einschleimt und dann kommt er so von hinten. Ja, so eine ganz fiese Frage. Ja, das stimmt. Oh. Ja, ganz ich spreche nur noch mit dir. Du hast ja auch, haben wir ja schon gesagt, einen YouTube-Kanal. Seit wann existiert der denn eigentlich? Ich habe ja selber mal raufgeguckt, du bist ja schon relativ erfolgreich damit. Ja, ich habe 2019 im März und April eine Reise mit einem Kollegen gemacht, Fabian Fopp, und wir sind zusammen nach Skandinavien. Mhm. Ein Roadtrip, 2 Monate Skandinavien im Winter, weil uns das schon immer gereizt hatte. Wir beide hatten die Zeit dafür und haben gesagt, komm, wir machen das jetzt. Läuft. Kann man mal machen, ne? Ja, auf jeden Fall. Genau, wir haben einen Roadtrip gemacht, 2 Monate, durch Skandinavien bis nach Varanger hoch, weil wir auf die Vogelinsel Hornøya wollten und die Papageitaucher im Schnee fotografieren. Okay. Das war so der Gedanke dahinter und das hat zwar geklappt, aber nicht so gut letztendlich, aber ja. Aber war eine geile Zeit. Ja, es war eine richtig gute Zeit. Und das habt ihr dann filmisch auch festgehalten quasi, oder? Genau, da haben wir angefangen zu filmen und ja, dann kam wieder so ein kleiner Einbruch, wenn man wieder zu Hause war. Mhm. Man hat sich nicht dahinter geklemmt, aber dann habe ich doch wieder angefangen. Jetzt seit einem Jahr circa bin ich wirklich aktiv dabei. Ja, cool. Und hast auch in der Zeit schon ganz gut Follower gewonnen, ne? Ja. Muss man ja definitiv so absolut sagen. Absolut. Und das willst du in Zukunft auch weiterführen? Ja. Genau. Also ich finde, der YouTube-Kanal ist einfach das beste Medium, um auch dieses Wissen, was wir vorhin angesprochen hatten, weiterzugeben. Funktioniert er eigentlich über Instagram oder sonst irgendwelche Plattformen eigentlich sowieso nicht, ne? Also zumindest nicht in die Tiefe gehen. Instagram würde schon noch gehen, aber da bin ich auch internationaler aufgestellt, sage ich mal. Da sind die wenigsten einfach deutsche Follower. Oder deutschsprachige Follower und dementsprechend habe ich den YouTube-Kanal einfach. Das heißt, du hast da so eine bunte Mischung auf deinem Instagram-Kanal aus verschiedenen Nationen und YouTube ist aber klar, du machst es ja auf Deutsch. Nur Deutsch. Ja. Okay. Genau. Wäre es für dich auch grundsätzlich eine Überlegung zu sagen, ja, ich gebe das ja alles umsonst daher. Hast du irgendwelche Pläne, da mal irgendwie so ein spezielles Fotografie-Tutorial irgendwie zu machen, nur Naturfotografie, ich zeige euch, wie ihr Vögel findet und sowas. Ja, ja, da habe ich schon viele Ideen für Videokurse, auch für diverse Videokurse, da bin ich ganz stark dabei, ich will nicht zu viel verraten. Okay. Ich habe Angst, dass diese guten Ideen geklaut werden, aber da kommt auf jeden Fall was. Okay, sehr schön. Cool. Weil du vorhin gesagt hast, das war, als die Kameras noch aus war, dass es relativ leicht ist, so rauszufinden, wo gibt's welche Vögel und so. Ja. Da hast du gesagt, also meine Vermutung wäre jetzt gewesen, du hast da irgendwie Zugriff auf irgendwelche, was weiß ich, Datenbanken über deine Uni, dass du da speziell weißt, hier und da gibt's ein Uhu oder ein Kauz. Aber es scheint tatsächlich öffentlich zugänglich zu sein. Genau,
Es gibt Datenbanken, mehrere Datenbanken, wo man nachschauen kann, was es in welchem Gebiet gibt. Okay. Da sind seltenere Arten meistens geschützt gemeldet. Die kann man dann nicht einsehen. Aber trotzdem kann man für viele, viele Vogelarten oder Tierarten wirklich fast punktgenaue Verortungen nachschauen. Und das birgt natürlich auch ein hohes Risiko, dass das missbraucht wird. Von Naturfotografen? Auch von Naturfotografen. Okay. Ja. Weil gefühlt, also es ist quasi schon ein bisschen so wie bei den Landschaftsfotografen, wo man sagt, ja, hier mit Locations verraten und so, macht man eigentlich nicht. Ist bei den Naturfotografen oder bei den Tierfotografen tatsächlich ähnlich dann? Ja. Ich hätte nämlich gesagt, ihr seid ein bisschen nischiger, weil die Hürde, das zu machen, allein durchs Equipment wahrscheinlich schon ein bisschen höher ist, oder? Also ich meine, so ein 400, 600 Millimeter Objektiv ist ja fast ein Kleinwagen, ne? Ja, aber du weißt gar nicht, wie viele damit rumrennen. Echt? Ja. Also ist das wirklich so? Ja, ja. Okay. Ja, ja. Weil irgendwie sehe ich die nie. Ja, wisst ihr, das liegt vielleicht daran, dass sie auf der Lauer liegen und die fotografieren dich, genau, Heinrich. Stimmt. Genau. Ein seltenes Felix ist aufgetaucht im Wald. Ach, der da. Ja. Okay, okay. Aber sollte nicht jeder, der sich mit Naturfotografie so auseinandersetzt, dass er sich ein Kleinwagenobjektiv leisten kann, auch irgendwie wissen, wie er schützt? Oder ist es tatsächlich so, dass auch da der Erfolgsdruck so hoch ist, dass man durchaus mal in Kauf nimmt, irgendwie ein Tier zu stören, ja, also, nur um ein gutes Bild zu bekommen? Ja, okay. Das ist leider so. Und der Trend war lange Zeit, das habe ich ja auch gemacht, einfach Arten abklappern. Man fährt zu Orten, wo eine Art besonders gut geht. Und dann ist man halt ein, zwei Tage vor Ort und will dieses Bild unbedingt haben. So wie so ein Stickeralbum. Genau. Okay. Genau. Okay. Genau. Und man kriegt halt nur dieses klassische Bild. Und davon will ich ein bisschen wegkommen oder komplett wegkommen. Und ich denke in Serien mittlerweile. Weil die Serien kann man auch verkaufen. So ein Einzelbild von irgendeiner Vogelart, die gibt schon 10.000 Mal. Das kannst du auch nicht mehr wirklich vermarkten. Ja. Du brauchst immer irgendwie eine Story, ne? Genau. Wahrscheinlich. Genau. Okay. Du brauchst eine Story, du brauchst ein diverses Portfolio zu einer oder eine Geschichte zu einer Tierart und das kannst du dann wirklich machen. Aber wo kommt denn dieser Erfolgsdruck, nenne ich es jetzt mal, her, dass so viele Leute bereit sind, oder das zu machen? Ist es tatsächlich einfach wie so ein Sammeltrieb? Ich denke, es ist in gewisser Weise so ein Wettbewerb entstanden. Okay. Durch diese ganzen Online-Foren und jeder will ein besseres Bild haben, jeder will Bestätigung haben. Kann ich ja absolut nachvollziehen. Jeder möchte Bestätigung haben und auch Lob bekommen. Aber manche nehmen das einfach zu ernst. Zu ernst, ja. Okay. Ist es eigentlich in der, also in der Landschaftsfotografie hat man ja so diese typischen Postkartenmotive, sage ich mal, ne? die man so kennt, wo gerne jeder mal hinfährt, dass man einfach erstmal was hat. Ja. Gibt es sowas in der Naturfotografie auch, dass es so bestimmte Spots gibt, wo man so bestimmte Tierarten fotografiert, also kann man in der Naturfotografie nachfotografieren? Geht sowas? Du sagst immer Naturfotografie, nie Tierfotografie. Du meinst immer Tierfotografie. Ja, okay, Tierfotografie, ja. Es gibt diverse Spots, wo Vogel- oder Tierfotografen hinfahren, um ein Bild zu bekommen. Die sind auch weitestgehend bekannt und es ist gut, dass es solche Spots gibt, weil da konzentrieren sich dann die Fotografen. Und sie stören nicht diese sensiblen Habitate. Also da, wo wirklich so ein Besucherdruck ist, da sind die Tiere auch den Menschen gewohnt. Ja. Und dementsprechend ist es kein oder kaum Stress mehr für die Tiere, wenn da viele Menschen sind. Und ist dann schon fast wie ein Zoo. Genau. Ja, ja, den Vergleich gibt's häufiger. Ja. Aber ja, ich finde es gut, dass es diese Hotspots gibt, weil dadurch bleiben eben die anderen Gebiete, wo die Tierarten auch vorkommen, geschützter. Aber gibt es dann auch sowas, dass Leute nachfragen, ey, wo hast du das fotografiert? So. Ja, täglich okay. mehrfach. Okay. Ja. Aber sagst du dann, das ist... Ich gebe keine Spots raus. Ja. Also an meine engsten Freunde, wo ich weiß, da passiert nichts, klar, da kann man Spots weitergeben, aber öffentlich würde ich nie was zeigen. Ich finde das wirklich erstaunlich, dass sich das durch alle Bereiche der Fotografie irgendwie durchzieht, ausgenommen jetzt vielleicht mal Modelfotografie, aber es ist bei den Lost Places-Geschichten so, es ist bei der Landschaftsfotografie so, ist bei den Tierfotografie so, dass dieser Konkurrenzdruck da so hoch ist. Ja. Das hat ja noch nicht mal was mit Konkurrenz zu tun, dass ich das jemandem nicht verraten will, wo das ist, sondern man will ja diese Orte einfach schützen. Also es ist, ich finde es immer wieder eine komische Entwicklung, dass die Kamerabranche so in der Krise ist, aber gleichzeitig so ein riesen Hype um Fotografie gemacht wird. Ja. Ich frage mich irgendwie, irgendwas stimmt doch da nicht. Irgendwie passt es nicht so ganz zusammen. Irgendwie passt es nicht zusammen. Naja, aber jedes Handy ist mittlerweile
so gut, dass man damit fotografieren kann. Jeder kann Fotos machen. Aber doch keine Tierfotografie eigentlich, oder? Nee, auch das. Echt? Also nimm dir mal ein iPhone und fotografiere eine Ente im Stadtpark. Das geht genauso. Okay, ja. Das geht ja, okay, das sind, ja, aber das sind dann so die Standardmotive, wenn ich es jetzt mal so nennen darf. Yeah. Wenn du jetzt was Spezielleres machst, irgendwie einen Fuchs mit 400 mm, kannst du ja nicht mit dem Handy fotografieren. Ja. So, ne? Aber ja. Aber trotzdem, ja, ich meine, Standardmotive. Ja. Würde ich gar nicht mal so sagen, weil du kannst wirklich extrem künstlerische Aufnahmen auch machen mit einem Handy. Also auch Minimalismus, Möwe am Strand, super schöne Landschaft, tolle Farben. Da können wir das habe ich schon eine gute Videoidee. Da können wir mal zusammen ein Video machen. Dann machen wir eine Challenge draus, dass du nur mit dem Handy fotografieren darfst und ich darf aber das richtige Profi-Equipment von dir bekommen. Wer dann das bessere Tierfoto macht. Aber also mal ganz im Ernst, derjenige, der eine Stockente mit dem Handy im Park fotografiert, der würde dich doch nicht fragen, wo hast du den Waldkauz da fotografiert? Naja, man will immer mehr. Man strebt immer noch mehr nach was Besserem und nach speziellen Motiven. Und gerade Eulen sind leider sehr stark in den Fokus gerückt. Okay. Das sind ja alles geschützte Arten und die werden ja fast von jedem schon gesucht und fotografiert. Und das ist so ein bisschen, ich meine, ich muss mir ja irgendwie selbst an die Nase fassen, weil ich habe Bilder verbreitet davon und jeder sagt, boah, das will ich auch machen. Und da stehen wir alle, die jetzt ein bisschen mehr Reichweite haben, im Fokus. Das ist halt immer so ein Trade-off, aber deswegen finde ich es umso wichtiger, dass ich eben auch diese Message dann eine Erziehungsarbeit quasi machst im Prinzip. Ne? Ja. Ja, zumindest halt Ratschläge. Erziehungsarbeit würde ich jetzt nicht sagen, das ist zu forsch, aber Ratschläge, Aufklärung, ja, so, ja. Aufklärung und Ratschläge mitgeben kann. Ja, komisch. Wie viele, weißt du so ungefähr, wie viele, also kann man das so sagen, wie viele Eulen es eigentlich so in Deutschland gibt? Ja. So ungefähr, weil... Also es gibt 13 Arten in Europa. Ja. Also wir haben 10 Arten in Deutschland. Waldkauz und Walter Eule sind die häufigsten. Und... Aber wie viel das jetzt... Aber wie viele findet man denn so in so einem Waldgebiet jetzt? Wie, wenn wir jetzt hier zum Beispiel sind, wie viele leben dann hier? Du wirst ja einen Uhu haben. Mhm. Es gibt hier Raufußkäuze. Mhm. Davon wirst du maximal 3 Reviere haben. Also ein Revier Uhu, maximal 3 Reviere Raufußkauz. Dann hast du am Rand eventuell noch 2-3 Waltereulen, 3 Waldkäuze, würde ich mal schätzen. Aber es hängt immer so ein bisschen davon ab, worauf sich der Uhu jetzt gerade spezialisiert hat. Der kann sich nämlich genauso auf die Eulen spezialisiert haben und dann gibt es davon halt fast keine mehr. Okay. Abgesehen vom Raufußkauz, weil der ist eine kleinere Eulenart und der Waldkauz jagt den eigentlich, aber wenn der Uhu dann den Waldkauz jagt, ist der Waldkauz da, dafür mehr Raufußkauz, weißt du? Aber das habe ich auch in einem Video erklärt, also bei mir vorbeischauen. An dieser Stelle machen wir mal einen kurzen Break und schauen mal in den Praxisteil der heutigen Folge rein. Wir gucken jetzt nach Uhus in dem Steinbruch da. Worauf müsste ich jetzt achten, wenn ich in diesem Steinbruch, also wenn es jetzt nicht alles zugeschneit wäre, würde man ja wahrscheinlich irgendwelche Spuren des Uhus sehen, oder? Ja. Es ist erstaunlich schwierig, überhaupt was zu finden. Gegen Ende der Saison, wenn die Brut schon draußen ist, sieht man natürlich viel, viel mehr. Mhm. Das ist dann vor allem Kot und eben Gewölle. Das ist so das Typische, was man finden kann. Ansonsten kann man aber auch auf einer sogenannten Rupfkanzel, also eine erhöhte Position, wo er eine gute Übersicht hat, wo er seine Tiere rupft, ganz viel, ja nicht Kadaver unbedingt finden, aber auch diese Bälge vom Igel, zum Beispiel die Haut, die abgezogene Haut vom Igel. Knochen wahrscheinlich, oder? Knochen gar nicht mal so, aber Federn dann einfach, genau. Weil er die Knochen frisst, oder? Die schluckt er mit runter und speit sie dann im Speiwein. Mit dem Gewölle da, okay, wieder raus. Alles klar, cool. Also da wurden auch schon komplette Schädel von der Ente gefunden. Also wirklich so ein Teil. Im Ganzen geschluckt und dann wieder raus. Genau. Okay. Also Uhus sind hart im Nehmen. Also generell empfehle ich immer ein Fernglas dabei zu haben, wenn ihr Tiere beobachten wollt. Ihr könnt einfach eine weite Fläche schön überblicken und das aus der Ferne, sodass ihr die Tiere gar nicht stört. Und das machen wir jetzt eben hier. Wir wollen auch gar nicht da rein, weil wir können einerseits gar nicht da rein. Andererseits würden wir die Tiere, die da drin leben, stören in diesem Steinbruch.
Und meine Hoffnung wäre jetzt, dass wir einfach auf der Spitze von so einer Fichte da hinten dann ein Uhu haben, den wir dann später mit 800 mm aufnehmen könnten. Ganz ehrlich, da vorne sieht so aus, als würde da ein Vogel tatsächlich in der Baumspitze sitzen. Ja, aber das ist aber leider keiner. Schade. Ja. Also jetzt in den Anfang des Jahres ist noch die Uhu-Balz stark am Gange. Und da kann man den Ruf teilweise über Kilometer hören. Der ist sehr, sehr durchdringend, sag ich mal, und auch ein schöner Ruf. Also wenn man da in der Nähe ist und den sogar beobachten kann, wie sich dann die Kehle so aufbläht und das Weiß gezeigt wird, das ist wirklich... Ist dieses klassische oder was? Ist das ja, ein Uhu, oder? Nee. Gut imitiert, ne? Ja, sehr gut. Also Uhu ist zweisilbig und das ist wirklich so ein Buhu. Okay. Genau. Wobei natürlich Männchen und Weibchen auch ein bisschen unterschiedlich rufen können. Wir haben jetzt hier noch gar nichts in die Richtung gehört. Also heute nicht. Aber bei dem Wetter ist es halt auch wieder so, der Uhu ist zwar sehr robust, tolerant dem Wetter gegenüber und robust, genau. Andere Eulen wie jetzt Sperlingskauz oder sowas, also kleinere Eulenarten, die sind da doch ein bisschen pingeliger, was das Wetter angeht. Aber den Uhu, auf den ist eigentlich Verlass. Okay. Jetzt hat zumindest auch mal das Schneien aufgehört, ne? Ja. Also theoretisch. Genau. Ist halt immer noch die Frage, ob da wirklich einer ist, aber eigentlich ist jeder Steinbruch hier in Mitteldeutschland wirklich besetzt, weil die Art hat enorm zugenommen, war mal ausgestorben, wurde wieder angesiedelt und jetzt ist er wieder häufig. Weil wir die Tiere nicht stören wollen, nutze ich eben recht viel Brennweite und bin lieber weiter entfernt, in dem Fall jetzt 400 bis 800 mm, ja, damit wir die Tiere einfach nicht beeinflussen in ihrem Verhalten. Deswegen weit entfernt sein, lieber ein bisschen auf Qualität verzichten oder eben das Tier minimalistisch ins Bild einbauen. Und auch das hat ja dann auch einen wunderschönen Effekt. Was kostet so ein Objektiv? Also wenn man jetzt die neueste Version kaufen möchte, neu 13.000. Und sowas kauft man dann aber eher gebraucht dann wahrscheinlich, ne? Ich ja. Es gibt aber diverse, die kaufen das natürlich auch neu. Darf ich mal, du darfst essen das auch Ding? Das mal. Die neue Version ist halt ein Kilo leichter. Wie schwer ist es denn, Felix, ungefähr? Was sagst du? 5 Kilo? Boah. Ja, noch andere Vermutung? Nee, 3,8. Okay. Hat das. Aber jetzt ist noch der Telekonverter drauf, also so um die 4. Mächtig, mächtig. Jetzt verstehe ich, warum du so gerne Enten im Stadtpark fotografierst. Ganz genau. Damit ich allen Leuten zeigen kann, hey, ich habe so ein Objektiv. Nee, ich meinte eher, weil du damit nicht so weit laufen musst. Ja, das ist schon ein Grund. Nee, ich lasse auch ganz gerne das Tele mittlerweile zu Hause und nutze einfach das 100-400er, weil es mir einfach zu schwer ist. Mhm. Und man zu 8 ja auch nicht immer braucht. Genau, genau. Das ist dann wirklich nur für diese Extremsituation. Ja, mega spannendes Thema so. Also ich merke, dass ich eigentlich überhaupt keine Ahnung von Tieren habe. So, ne? Also Tiere in der freien Umgebung, das ist wahrscheinlich auch so ein Feld, das kann man Jahre studieren. Und ist ja auch mega spannend dann. Ich meine, in Deutschland haben wir das Glück und das Pech, dass wir gar nicht so viele Arten haben. In den Tropen ist es nochmal was ganz anderes. Oh Gott, da bist du ja nicht fertig, oder? Ja, genau. Da findet man auch nochmal eine neue Art. Also wenn man eine Art beschreiben will, dann... Eher unwahrscheinlich, ne? Genau, es ist schon schwierig geworden, abgesehen von irgendwelchen sehr kleinen Tierchen. Darf ich noch mal kurz auf die Gefährdungsgeschichte zurückkommen? Ja. Merkt man da irgendwie eine Auswirkung schon durch diesen boomenden Naturfotografie-Hype, dass irgendwie sich zum Beispiel Waldkreuze schlechter vermehren oder an solchen Hotspots? Gut, du hast so gesagt, da sind sie nicht mehr gestresst, weil sie an die Menschen gewohnt sind. Ja, also es gibt natürlich auch Hotspots, wo jetzt eine Art auftritt, die dann auf einmal gut zu fotografieren ist, aber dann verschwindet sie einfach, weil sie zu sehr gestört wurde oder am Nest gestört wurde. Und da gibt es diverse Fälle, wo es kann ja ganz simpel sein, dass der Vogel einfach die Brut aufgegeben hat. Und das passiert sehr regelmäßig. Okay. Und auch häufig sieht man dann irgendwo eine Bildstrecke von wegen, ja, der Vogel hat noch gebrütet, alles wunderbar und auf einmal war er weg. Und die Fotografen wundern sich dann, wieso. Und ja, das ist dann sehr wahrscheinlich auf ihn zurückzuführen. Aber ist das was man grundsätzlich dann umgehen kann? Ja. Also ich mache zum Beispiel keine Fotos am Nest, außer ich habe eine Aufnahmegenehmigung. Okay. Also es gäbe jetzt nicht irgendwie eine Methode, dass man sagt, okay, man pirscht sich da mit Tarnzelt und irgendwie
Tiergeruch an oder irgend sowas? Klar, es geht. Es geht alles. Aber wofür? Wofür? Also wofür? Das rechtfertigt nur damit du dieses Foto so hast. Ja, okay. Ja, muss nicht sein. Aber es ließe sich grundsätzlich vermeiden. Ja, so. Okay, ja, ja. Gut. Auf jeden Fall. Es gibt, ja, mit dem Tarnzelt und allem, kannst du es machen. Ohne Frage. Alles klar, das geht. Da fühlen sie sich nicht gestört. Okay. Ja, wenn du es richtig machst, dann musst du halt auch wieder weit vor Sonnenaufgang im Tarnzelt sein, den ganzen Tag drin sein. Damit sie dich nicht vorher schon sehen. So. Genau. Okay. Ja. Gut. Jetzt habe ich dich eigentlich unterbrochen. Alles gut, du hast mich nicht unterbrochen. Das wäre eine komplett neue Frage gewesen. Und zwar würde mich interessieren, wie viel du als Tierfotograf eigentlich auch ins Ausland fährst. Oder konzentrierst du dich viel auf Deutschland, auf deine nähere Umgebung? Weil du ja gerade davon gesprochen hast, im Ausland gibt es ja natürlich auch nochmal andere Arten zu fotografieren, logischerweise, klar. Reizt einen dann sowas auch oder wie sieht das bei dir aus? Also ich finde, Deutschland ist extrem divers. Wir haben das Meer, wir haben die Alpen, wir haben alles dazwischen drin, das Mittelgebirge in Bayern und Hessen und ja, im Zentrum Deutschlands. Wir haben hier sehr viel, wir haben aber auch einen sehr hohen Besucherdruck, weil wir einfach so viele Einwohner sind. Dementsprechend sind die meisten Tiere recht scheu. Zumindest diese Tiere, die wir jetzt hier in den Wäldern finden. Ja. Deswegen bin ich schon sehr gerne, vor allem in Skandinavien, unterwegs, weil es einfach nochmal ganz anders ist. Und du hast auch andere Tierarten. Natürlich reizt einen dieses Exotische dann auch. Zusätzlich habe ich eben in Wien studiert und war ganz viel in Österreich. Und da hast du schon diesen mediterranen Einfluss da am Neusiedler See. Und ja, also mache ich liebend gerne. Aber ich fotografiere auch genauso gerne hier in der heimischen Natur. Aber wer kennt das nicht? Auch ihr als Landschaftsfotografen denkt euch, genau, da wir ist wollen es was anderes sehen. Ja, da genau, deswegen die Frage auch, weil ich kenne es selber. Klar will man auch gerne mal ins Ausland. Und, aber kannst du es ungefähr sagen, wie viel du im Ausland bist und wie viel in Deutschland? So in Prozent ungefähr? Ist ganz schwierig mit dem Lockdown jetzt. Ne? gehen wir mal von der Zeit davor aus. Nee, ich kann es dir nicht sagen, weil ich da noch in Wien gelebt habe. Ach so, okay. Und ich viel gependelt bin. Wenn ich jetzt an die Zukunft denke, dann werde ich ein Drittel vom Jahr weg sein im Ausland sein und da fotografieren. Das ist aber schon eine ganze Menge. Ja. Das ist aber auf jeden Fall eine ganze Menge. Das werden auch nur die nächsten 2 Jahre sein, ja. Weil ich da noch ein paar Projekte im Kopf habe und danach möchte ich schon sesshaft sein. Sind das konkrete Projekte im Sinne von, du hast schon irgendwie einen Auftrag von einem Magazin oder einem Verlag, irgendwas in die Richtung zu tun? Oder ist es so, ich habe diese Story im Kopf und ich will die umsetzen und dann verkaufe ich sie? Oder? Ja. Also es ist eine Story, die ich habe, beziehungsweise ein Buchprojekt, was ich durchführen möchte, in Skandinavien eins. Und das ist halt so eine Herzensangelegenheit, weil ich habe mich total verliebt in Schweden und deswegen will ich da unbedingt dieses Projekt durchziehen. Okay, was genau in Schweden, wenn ich fragen darf? Oder verrät es schon zu viel über das Projekt? Also ich meine, ich will jetzt nicht wissen, was du in Schweden fotografierst, sondern in was du dich da verliebt hast. Ist es da irgendeine bestimmte Tierart? Oder? Ja, also ich habe 3 Forschungsreisen nach Schweden gemacht, nach Lappland gemacht und habe da eben an Unglücksherren gearbeitet. Und diese Vogelart ist total faszinierend. Also das kennt man hier von unseren Vögeln einfach gar nicht, weil die neophil sind. Die sind neugierig, die kommen zu dir. Und das, obwohl es Rabenvögel sind, die ja eigentlich sehr scheu sind. Und aber dementsprechend auch schlau wahrscheinlich. Genau, genau. Und die haben ein super interessantes Familiensystem, weil sie adoptieren auch Jungvögel, die verstoßen wurden aus anderen Gruppen, die sonst nicht überleben würden. Und da gibt's halt natürlich auch wieder eine Hierarchie, eine Ranghierarchie. Es gibt Brutpaare, es gibt nicht brütende Nachkommen aus dem letzten Jahr, es gibt die eigenen Nachkommen, adoptierte Vögel. Und gerade diese adoptierten Vögel, die sind extrem zutraulich. Und da passiert es schon mal, dass sie eben Schutz auf dir suchen, auf deinem Kopf suchen, auf deiner Schulter suchen. Ist ja cool, okay. Und dementsprechend ist es auch einfach, mit denen zu arbeiten. Und das ist es ein Unglücksherr? Es gibt ein Foto auf deiner Website, wo du so dastehst und vorne auf deinem Objektiv sitzt einer? Genau, das ist ein Unglücksherr. Ja. Sehr cool. Sehr hübsch. Und wenn man einmal diesen intensiven Kontakt erlebt hat und schon so eine Beziehung aufgebaut hat zu einem Tier, dann will man da halt immer wieder hin und da dranbleiben. Korrekt, cool. Schön, schön. Wir sollten fotografieren. Jetzt, ne? mal gucken, ob man überhaupt noch ein Bild hat oder auch schon alles zugeschneidet ist. Was mich noch interessieren würde, wie kann man als Natur- oder Tierfotograf in der heutigen Zeit Geld verdienen? Ich weiß, dass es als reiner Landschaftsfotograf relativ schwer geworden ist. Ja. Ist es in der
in deiner Sparte ähnlich? Ja, es ist verdammt schwer, würde ich behaupten. Und gerade jetzt mit Corona ist es nochmal schwerer, weil auch sowas wie Vorträge komplett wegfallen. Also ich habe diverse Anfragen gehabt, aber ich habe sie jetzt alle abgesagt, weil es war einfach zu unsicher, dass man dieses Jahr überhaupt was halten kann. Und man muss einfach sehr viele Standbeine haben. Anders geht's nicht. Das heißt, mit der reinen Fotografie wird es schwierig. Ja, absolut. Was hast du so für Standbeine, wenn ich fragen darf? Also was sind so deine Einkommensströme? Ja, also ein Standbein ist immer noch die Arbeit als Biologe. Das ist wirklich ein großes Standbein. Dann der Artikelverkauf, Buchverkauf, ja, Bildverkauf letztendlich auch. YouTube wird immer mehr zur Einnahme, aber das ist jetzt nicht viel. Das kennst du ja selbst. Ja. Ja, über Affiliate geht ein bisschen was. Also es summiert sich dann einfach. Mhm. Ja. Wie ist denn das bei so, wenn du jetzt so Vogelerfassung machst, ja, von wem wird denn das finanziert? Das ist ganz unterschiedlich. Also meist ist diese Erfassung für ein Baugebiet und meistens ist es Windkraft und die Windkraftbetreiber. Die geben quasi Studien in Auftrag, genau, und bezahlen auch dafür. Die müssen die Studie in Auftrag geben. Okay. Und dann bewerben sich verschiedene Planungsbüros dafür und je nachdem, wer das beste Angebot halt abgegeben hat, die bekommen dann den Auftrag und geben dann eben diese Erfassung an Leute wie mich weiter. Okay, ja, alles klar. Ja, wie kommt man, also du sagst ja selber, es ist wahnsinnig schwierig, wie kommst du auf die Idee, diese Hürde quasi jetzt noch neu zu nehmen als, ich sag mal, noch unetablierter Fotograf? Ja. Oder täusche ich mich da? Ist es so, dass du... Wie gesagt, ich kenne mich in der Szene nicht aus. Ja. Ist es so, dass jeder sagt, Chris Kauler kenne ich? Also mittlerweile, hast du das Gefühl? Ja, mittlerweile, okay, bin ich sehr etabliert. Also okay, dadurch, dass ich auch schon 2 Vorträge beim Internationalen Naturfotofestival in Lünen hatte, kannten mich schon viele Leute. Jetzt natürlich durch diese Online-Präsenz auf Instagram und YouTube, da kennen mich mittlerweile schon sehr, sehr viele Leute. Also es würde ja dann, das heißt ja im Umkehrschluss im Prinzip, ohne diese Kanäle würde heute überhaupt nichts mehr funktionieren, oder? Genau. Weil auch dieser ganze Magazinmarkt wahrscheinlich einfach total tot ist, oder? Ja. Ja, es gibt noch einige Magazine, die sich noch, ja, über Wasser halten können. Aber es ist wirklich nicht mehr so, dass man davon leben könnte. Ja, weil die einfach auch nicht mehr gut, ja, bezahlen, ne? Genau. Ja, okay. Ja, schwieriges Thema. Also wir sehen es ja in der Landschaftsfotografie genauso. Ich kann nur für mich sprechen. Ich habe auch die verschiedensten Einkommensströme und sieht eigentlich ähnlich aus wie bei dir. Ja. Aber ja, gibt einem natürlich so ein bisschen zu denken. Auf der einen Seite denkt man sich immer, wow, Fotografie boomt. Auf der anderen Seite ist es halt, was das Finanzielle angeht, eigentlich nicht wirklich rosig im Moment. Ne? Gerade jetzt in der jetzigen Zeit ist es natürlich besonders schwierig. Ja. Man muss sich halt abheben. Und das kannst du einerseits über diese Öffentlichkeitspräsenz oder über diese Präsenz einfach in den sozialen Medien oder über extrem künstlerische Werke. Da sehe ich mich noch nicht, aber ich sehe mich, dass ich einfach diesen Schritt gewagt habe, auf YouTube präsent zu sein. Und dadurch habe ich schon wirklich viele, viele Leute kennengelernt und einfach eine gute Reichweite generiert. Hat der GDT, also du bist da Mitglied, muss man ja... Wie heißt genau, was ist genau die Abkürzung GDT nochmal? Sie war für die Gesellschaft Deutscher Tierfotografen die Abkürzung. Mittlerweile sind wir aber die Gesellschaft Deutscher Naturfotografen. Okay. Und da solltet ihr auch Mitglied werden. hat dieser Verein denn irgendwie in irgendeiner Weise weitergebracht oder beschert er dir Connections, die du sonst nicht hättest? Ja. Oder wie wichtig ist es für jemanden, der quasi professionell in diesem Bereich arbeiten will, da Mitglied zu sein? Ich finde es sehr wichtig, also gerade für die jungen Leute, weil es gibt verschiedene Regionalgruppen und es gibt auch eine Jugendgruppe. Und in der Jugendgruppe haben wir gerade dann auf dem Festival wirklich ein komplettes Wochenende extrem regen Austausch und am Abend gab es dann immer Bildbesprechungen. Man lernt sich halt untereinander kennen und man findet Anschluss. Und dieser Anschluss ist, glaube ich, enorm wichtig, dass man halt auch mal zu zweit rausgeht und voneinander lernen kann und sich auch gegenseitig motiviert, ein paar Bilder zu machen. Also das hat mir schon viel gebracht und natürlich diese ganzen Aufstellungen, wenn man Bilder sieht und denkt sich, wow, man wird davon inspiriert, das ist natürlich auch nochmal genial. Okay, wobei du diese Möglichkeit ja wahrscheinlich auch außerhalb eines solchen Vereins hättest, ne? Aber du hast ja halt nicht diesen direkten Austausch. Genau, okay. Du stehst ja nicht neben anderen Fotografen oder neben einer Traube von Fotografen und diskutierst zum Beispiel ein Bild und das finde ich einfach extrem cool. Also oft...
Um ehrlich zu sein, der GDT hat für mich immer tatsächlich so ein bisschen den Eindruck gemacht, als wäre er sehr restriktiv in Bezug auf, was zugelassen wird als Natur- oder Landschafts- oder Tierfotografie. Also die haben einen sehr, sehr guten Anspruch, nämlich daran, dass es alles real sein muss und pipapo. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass es manchmal so ein bisschen sehr elitär ist, was dort für gut befunden wird und was nicht. Also das ist der Eindruck, ohne dass ich... Ja. Vielleicht hilft es ja, wenn man sich seine Auswirkungen... Kannst du deine Meinung sagen, Felix? Nein, ich sag es ruhig frei raus. Aber das ist so kommt es manchmal rüber, dass es halt sehr so ist, wir wollen alles möglichst raw und möglichst unbearbeitet und alles so natürlich wie möglich und alles andere, was darüber hinausgeht, ist für uns keine Naturfotografie. So den Eindruck habe ich manchmal, dass es dort so ist, aber vielleicht täusche ich mich auch. Ich habe mich auch mit dem GDT noch nicht so viel auseinandergesetzt. Es ist nur das, was ich manchmal halt so mitkriege über, was weiß ich, Radomir zum Beispiel. Oder, Also du beziehst dich jetzt vor allem auf die Wettbewerbsbilder, habe ich das Gefühl. Weil wenn du sagst, der Anspruch ist da, möglichst natürliche Bilder und sowas. Das ist halt das, was ich vom GDT mitbekomme. Dadurch, dass ich nicht drin bin und auch nicht diesen Austausch in diesen Gruppen mitbekomme, ist das halt mein Eindruck. Ja. Was mich jetzt persönlich abschrecken würde, aber vielleicht ist es ja ganz genau andersrum, dass es innerhalb dieser Gruppen ganz anders ist und da eine viel größere Vielfalt ist, als man nach außen davon mitbekommt. Also wenn man sich die Bilder mal anschaut bei den Wettbewerben, dann sieht man, dass da extrem künstlerische Bilder drin sind, die überhaupt nicht mehr natürlich sind. Und der Anspruch der GDT ist einfach, dass die Bilder, die mit der Kamera fabriziert werden, draußen fabriziert werden und nicht dann digital, am Rechner. Und da kann es aber komplett abgefahren und künstlerisch und eben auch unnatürlich sein. Das kommt genauso gut an wie jetzt eine natürliche Aufnahme. Okay. Es geht nur darum, dass die Bilder halt nicht nachträglich verfälscht werden. Okay. Ja gut, ich meine, Sandra Barthocher zum Beispiel, die macht ja auch total, also total ich finde das Wahnsinn, was alle Leute, die da drin sind, machen. Aber manchmal habe ich eben das Gefühl, okay, es ist so ein bisschen... nicht engstirnig, aber so auf eine Schiene. Ja gut, jeder Fotograf hat seinen Stil. Ja. Haben wir alle. Und das ist ja gut, wenn jeder sein Stil hat und einen Wiedererkennungswert hat. Und die Diversität macht es dann letztendlich. Okay, gut. Also wie gesagt, ich... Es ist doch schön, dass wir drüber diskutieren können. Ja, klar. Und ich habe das ja auch schon häufiger gehört, dass die GDT... so als elitär eingestuft wird. Und ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich das... Weil du halt drin bist so und einen anderen Blick darauf hast wahrscheinlich, ne? Ja. Also ich habe das nie erfahren, dass man da irgendwie auch ausgegrenzt wurde oder sowas. Aber auch, weil ich eben über die Jugendgruppe dann da reingekommen bin. Und die Jugendgruppe war halt, klar, so ein eigener Kreis für sich, aber man wurde halt aufgenommen und hat sich dann so langsam gegenseitig kennengelernt. Das heißt, ist reingewachsen. Du warst ja schon sehr früh aktiv also. Wenn du sagst, in der Jugendgruppe? Ja, die geht bis 27. Also so Jugend ist das dann doch nicht. Okay. Das heißt, du bist dem erst kürzlich entwachsen quasi. Genau. Okay. Schön. Ja, mega. Felix, wir hatten noch ein paar Zuschauerfragen. Wollen wir die mal reinwerfen? Die können wir mal reinwerfen. Können wir jetzt mal so ein bisschen Community-Teil machen? Genau. So, also Zuschauerfragen. Wir haben nämlich echt viele diesmal bekommen. Ja. Wir können auch nicht alle vorlesen, weil sonst wird es ein bisschen zu lang, glaube ich. Ich habe jetzt mal ein paar rausgesucht, die interessant sein könnten. Und zwar, kam es mal zu gefährlichen Situationen beim Fotografieren, zum Beispiel mit Tieren? Da muss ich wirklich überlegen. Ich glaube nicht. Okay. Ich glaube wirklich nicht. Und vielleicht irgendwie mal, was weiß ich, beim Pinguin fotografieren auf. Also ich bin einfach ein sehr vorsichtiger Mensch. Okay. Das muss ich dazu sagen. Okay. Ich riskiere da zumindest zur Zeit noch nicht sehr viel. Jetzt, wo ich davon leben muss, muss ich das vielleicht. Dann wirst du zum Draufgänger. Genau. Nee, ich bin da eigentlich sehr bedacht. Und jetzt fällt mir auch keine Situation ein, wo wirklich was passiert ist. Okay. Ich wurde von Hamstern gebissen und sowas, aber das ist jetzt nicht. Schwäne attackiert oder so, das kann ja auch ganz unlustig werden mal. Ja, vielleicht eine Situation, das war jetzt nicht als Fotograf, sondern als Wissenschaftler dann, bei den Habichtskreuzen. Die heißen auch im Schwedischen Slagügler, also schlagende Eule. Und wenn man die jungen Vögel aus dem Nest holt zum Beringen, dann attackieren die dich halt. Okay. Und die kommen sogar bis auf den Boden runter, wo du dann mit den Küken arbeitest.
und verkloppen dich quasi. Also, picken in die Augen und so ein Kram? Nee, also die geben dir halt so einen Bodycheck. Echt jetzt? Ja. Okay. Und kann unangenehm sein. Also geht nicht an Eulennester ran. Kleiner Tipp. Das würde euch nicht bekommen. dann fragt noch jemand, ob du so ein paar allgemeine Tipps hast für Vogelfotografie, weil die immer so schnell weg sind. Ja, macht es euch leicht. Also macht es euch wirklich leicht und nehmt zahme Vögel. Geht in Stadtparks, geht in den Zoo. Ich habe damit angefangen, Vögel zu fotografieren, indem ich in Zoos gegangen bin, weil die Spatzen da zahm sind und die Pommes fressen. Also das war so mein Beginn mit der Tierfotografie oder Wildtierfotografie. Und nutzt eben diese zahmen Tiere. Da kriegt ihr dann wirklich die spannenden Bilder und nicht von einem Vogel, der halt wirklich von außen im Bild geflogen ist, wenn ihr abdrückt. Das heißt also, die gute alte Stockente? Die gute alte Stockente, die Spatzen und was haben wir noch? Rotkehlchen. Rotkehlchen, ja, in diversen Stadtparks. Das lohnt sich. Cool. Okay. Dann? Ja, war ein Unfall. Ups. Lebst du noch? Okay. Wie viel Bearbeitung fließt in deine Bilder ein? Also da habe ich gestern erst drüber diskutiert. Ich bin kein Fan davon, Stunden vorm PC zu sitzen und die Bilder noch nachträglich zu bearbeiten. Also so 3 bis 5 Minuten, sage ich mal, pro Bild. Okay, das heißt du auch nur Lightroom dann? Ja, nur Lightroom. Okay. Photoshop beherrsche ich nicht. Das heißt, du würdest jetzt auch nicht, wenn ich zum Beispiel mal... Da gibt es ein Videotraining, hab ich gehört. Verlinken wir mal hier oben. Von wem ist denn das? Jaworski? Oh. Okay, das heißt aber jetzt, wenn irgendwie ein Vogel mal, was weiß ich, irgendwas im Gefieder hat, was doof aussieht, stempelst du das dann weg? Nee, dann mache ich kein Foto. Ach, wirklich? Okay, aber wenn das ganze Foto total perfekt wäre? Dann mache ich ein Foto und versuche ihn halt von der anderen Seite zu fotografieren. Abgefahren, du bist echt konsequent. Naja, die Richtlinien der GDT. Ja, ja. Da sind wir wieder, nicht restriktiv. Ja. Okay. Ja gut, die Zuschauerfrage hast du jetzt im Prinzip im Interview entwickelt, wie du zu deinem Stil gekommen bist und wie du dich bis heute dahin entwickelt hast, hatten wir im Prinzip schon, ne? Ja, also und, ja. Ich sage nochmal, schaut euch Bilder an, die euch einfach ansprechen und analysiert diese Bilder und guckt einfach, welche Technik verwendet wurde und dann könnt ihr darauf aufbauen, diese Technik üben und dann mit eurem eigenen Stil, ja, nachfotografieren. Gab es da einen Fotografen, der dich besonders geprägt hat? Es sind sehr viele Fotografen. Also okay. Auf Instagram folge ich über 1000 Fotografen, wo ich sage, der Stil ist einfach super cool. Und ich mag einfach diese verwunschenen Bilder. Und das gerade übertragen auf die Tierfotografie. Also man kennt es ja von der Pflanzenfotografie. Aber bei der Tierfotografie geht es genauso gut. Und das finde ich einfach sehr cool. Okay, gut. Und dann noch die Frage, hast du ein Lieblingstier in der Fotografie und warum? Ist es die Stockente? Ich hatte mehrere Lieblingstiere und ja, die Stockente ist auch eins meiner Lieblingsmotive und Tiere, weil ich da auch am Neusiedler See so eine coole Bekanntschaft hatte mit einer Stockente, die einfach extrem zutraulich war, die war ein bisschen behindert, die hatte wirklich, ja doch, die Also warum lacht ihr da? Ja, ich weiß nicht, es klingt so. Die Frage ist jetzt, war sie wirklich behindert oder nur von ihrem Verhalten auffällig? Sie war verhaltensauffällig und behindert. Okay. Und sie war einfach auch extrem zutraulich und ist immer zu mir gekommen. Und mit der wollte ich eigentlich eine komplette Serie machen. Ich hatte ihren Namen gegeben, aber dann hat sie es, glaube ich, doch nicht geschafft. Oh, scheiße. Ja, okay. Und deswegen war die Serie nicht möglich und ich traue noch ein bisschen dieser Ente hinterher. Süß irgendwie. Ja, okay. Ich mag Enten. Schön. Ja, jetzt würde ich fast sagen, Ente gut, alles gut, aber eine Frage habe ich doch noch, Mann, der kam flach. Ja. Trotzdem gut. Wir haben nämlich noch gar nicht über tatsächlich völlig vergessen über deine Kooperationen, die du gerade so in letzter Zeit ein bisschen angeleiert hast, gesprochen. Und da kommt jetzt direkt die Frage, wie es zu der Kooperation mit Hermann und Jan kam. Also Jan Lessmann und Hermann Hirsch. Genau, okay. Hermann ist in die Wetterau gezogen und das ist 20 Minuten von mir und dementsprechend haben wir uns immer mal wieder getroffen und ich mag den Stil von den beiden einfach extrem gerne
Und die beiden haben einfach eine Firma gegründet und haben gefragt, ob ich nicht da mitmachen möchte. Und das haben wir einfach ein bisschen ausgebaut und jetzt haben wir einen Videokurs daraus gemacht. Also es ist tatsächlich ein Videokurs? Genau. Okay, das heißt, ihr erklärt Naturfotografie? Ja. Okay, schön. Vielleicht können wir mal einen Trailer oder hier irgendwas einblenden. Vielleicht. Ja. Oder wir verlinken auf jeden Fall dazu. Ja, ne? Und dann gibt es ja noch eine Koop mit Basti und Radomir, ne? Genau, genau. Mit den beiden habe ich jetzt auf Instagram noch einen großen Wettbewerb laufen mit wirklich tollen Preisen. Schaut da. Bis wann geht denn der Wettbewerb? Der geht das ganze Jahr über. Ah, okay. Weil ich, sonst hätte ich jetzt gesagt, naja, der Podcast kommt erst in 2-3 Wochen raus. Auch ihr könnt teilnehmen. Aha. Was muss ich denn dafür tun? Ihr müsst eure Bilder in der, ja, mit der Beschreibung versehen. Einerseits unsere 3 Accounts und den Hashtag Naturfotografie und der entsprechende Monat. Und das Bild müsst ihr dann nochmal in eurer Story teilen, uns 3 verlinken. Und ja, das war's eigentlich schon. Ihr könnt tolle Preise gewinnen. Und die genauen Regeln findet ihr aber auch nochmal bei mir im Profil unter den Story Highlights. Sehr cool. Was genau versprecht ihr euch eigentlich davon, wenn ich so indiskret fragen darf? Naja, es ist wieder Reichweite. Okay, ja. Alles klar, dadurch, dass ihr euch alle 3 gegenseitig dann so ein bisschen pusht und so. Genau, und die Leute uns halt auch teilen. Mhm. Sehr gut. Okay. Aber es gibt halt eben auch tolle Preise und der Wettbewerb kostet halt gar nichts. Und dementsprechend finde ich das schon fair. Ja, absolut. Apropos tolle Preise. Für unsere Patreon-User haben wir ja auch was. Du wirst nämlich im Nachgang, falls wir bis dahin nicht komplett eingeschneit sind, ja, das wirst du noch ein kleines Bearbeitungstutorial für unsere Silber-Patreons aufnehmen. Ne? Das heißt, du zeigst uns mal ein bisschen, wie du durch deine Raw-Routine, würde ich es jetzt mal nennen, durchgehst. Genau. Und für unsere Goldmitglieder. Ja, genau, es gibt ja noch eine coole Verlosung. Oh je, die ist eingeschneit. Mal gucken, ja, die Bücher sollten wir nicht zu lange draußen lassen. Die Bücher sollten wir nicht zu lange draußen lassen. Wir zeigen es euch nur ganz kurz. Es gibt 2 Bücher zu gewinnen. Genau. Einmal das hier. Genau, das ist im Übrigen diese Eule, die euch attackiert. Also das Buch mit der attackierenden Eule. Und dann könnt ihr noch ein Buch über Pinguine gewinnen. Ja. Die hast beide... Beide signiert. Beide signiert. Beide signiert. Und du hast bei beiden quasi den Hauptfototeil geliefert und auch geschrieben. Mhm. Also ist beides so? In Kooperation mit Jessica Winter, meiner Kollegin. Das Pinguinenbuch ist von uns komplett gemacht worden. Und bei dem Eulenbuch haben wir die Bilder geliefert. Ja. Cool. Ja, und dadurch, dass sie signiert sind, hat das Ganze vielleicht dann auch... In 10 Jahren bei eBay einen absoluten Wert. Genau. Wenn du dann bei National Geographic auf dem Titelbild bist. Ja, genau. Ihr schickt die ja wahrscheinlich gar nicht weiter dann, ne? Wir behalten als Wertanlage. Die Bilder hat übrigens Michael Müller gewonnen, der komischerweise gar nicht Patreon von uns ist. Aber was macht Ugas Seiten eigentlich? Wärmst du dich auf? Ja, okay. Oh nein, ich will nicht ausschalten. So, das war's mit den Fragen. Wie gesagt, schaut bei Patreon vorbei. Wenn ihr uns noch nicht unterstützt, aber unterstützen wollt, dann sehr, sehr gerne. Wir freuen uns darüber. Dadurch können wir den Podcast wenigstens so ein bisschen refinanzieren. Ihr bekommt im Gegenzug dazu, wie gesagt, zum Beispiel Bearbeitungstutorials oder auch coole Verlosungen, wie jetzt in dem Fall 2 Bücher. Und zusätzlich werden wir ja auch, das machen wir dann einmal im Jahr, 10% aller Einnahmen auch nochmal spenden. Und zwar an Naturschutzorganisationen, Tierschutzorganisationen. Müssen wir mal gucken, da suchen wir uns noch was Schönes raus. Am sympathischsten wäre mir ja Regenwaldaufforstung, aber müssen wir mal noch gucken, was es da so gibt. Ne? Genau, da gucken wir dann am Ende des Jahres mal durch. Aber ihr unterstützt damit auf jeden Fall auch noch ein bisschen die Umwelt. Kommt auch noch mit dazu. Wenn wir schon beim Community-Teil sind, Leute, oh Mann, es schneit immer mehr, das ist unfassbar. Aber wenn wir schon beim Community-Teil sind, ihr habt uns ja auch noch Bilder eingeschickt, die wir gemeinsam bewerten wollen. Und auch mit dem Hashtag FocusReview versehen. Ja, genau, bei Instagram. Ihr müsst uns die nicht mehr per E-Mail schicken. Ihr könnt uns die auch in Zukunft einfach bei Instagram mit diesem Hashtag, den werden wir euch unten auch nochmal einversehen, dann kommen die auch mit in die Auswahl mit rein. Wir können natürlich nicht immer alle nehmen, aber ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Wir müssen jetzt so ein bisschen gucken, weil das iPad auch innerhalb von 10 Sekunden zuschneit. Aber das erste Foto passt gleich dazu. Das erste Foto ist mega. Also ich muss es erstmal freiräumen. Ja. Oh. Da wollte ich, da habe ich Bilder gesehen, die ich nicht sehen wollte. So. Stefan, was hast du denn da drauf? Du hättest separate Ordner machen sollen. Ja. Nein, das erste Foto ist wirklich schön. Man sieht Eiskristalle an einem Ast und dahinter einfach einen komplett dunklen Hintergrund. Der Ast ist wunderschön angestrahlt von einem recht warmen Licht.
finde ich richtig, richtig schön. Hast du ja, ja, cool. Hast du ja auch tatsächlich Tutorials zu gemacht, ne? Also zu Schneekristallen habe ich was gemacht und noch nicht so viel zu diesen Eiskristallen an Ästen, weil ich die einfach nicht hatte. Aber ja, jetzt habe ich vor 3 Tagen hatte ich genau solche Strukturen, aber ich habe kein gutes Bild bekommen. Also das ist definitiv viel, viel besser als das, was ich gemacht habe. Sehr cool. Sehr schön. Sollen wir einmal weiter rüber swipen? Oha. Oha. Wir bleiben bei einem dunklen Stil. Ein Schwan finde ich auch sehr, sehr schön. Richtig schön, ja. Man sieht nur den Kopf. Und ich finde es klasse, wie der Schwan hier aus dem dunklen Bereich einfach auftaucht. Und ja, er sich einfach farblich komplett abhebt. Also der Schnabel, der farbige Schnabel, dann noch dieser Schwarz-Weiß-Kontrast, finde ich richtig, richtig schön. Sieht fast aus wie eine Studioaufnahme. Also meine persönliche Meinung jetzt, genau das würde ich hier so ein bisschen ändern, dass der Hals so aus dem Dunklen herauskommt, weil da ist ja trotzdem nur Hals. Ja, aber das ist das, was es so artifiziell erscheinen lässt. Das ist ja so ein übertriebener Vignetten-Effekt jetzt quasi. Wenn dieser dunkle Bereich nicht wäre, hättest du einen harten Cut. Ja. Und es wäre relativ unharmonisch. In meinen Augen. Okay. Und die Harmonie bekommst du eben durch diesen sanften Übergang ins Bild. Mhm. Ja, aber ich find's auch schön, ja. Jeder hat seinen eigenen Stil, von daher, es gibt kein richtig oder ja, falsch. Nein, das sowieso nicht. Ja. Also würdest du sagen, das ist mit einem Blitz gemacht oder kann man sowas mit einem Aufheller auch erreichen? Oder wie kommt diese Lichtstimmung zustande, also, was denkst du? Einerseits ist natürlich ein Spotlight quasi auf dem Schwan und also der wird von der Sonne angestrahlt, der Hintergrund ist im Schatten. Dadurch hast du diesen dunklen Hintergrund und im Vordergrund kann auch wieder was im Schatten sein, ein Ast oder sowas. Und dadurch bekommt man diesen Effekt zustande. Oh, das ist mal schön. Schöne Farben, genau richtig. Das wärmt uns ein bisschen auf. Ein wunderschöner Rehbock, der zwischen ja, Wein steht, in einem Weingarten. Und der Wein rahmt das Bild echt schön ein. Das ist schön. Der Fokus ist klasse gelegt auf das Tier. Total und, schöne Farben, ne? Genau, total schöne Farben. Und der Rahmen ist einfach echt schön. Jetzt haben wir natürlich ein totes iPad. Das war's wohl mit der Bildbesprechung. Ach Mist. Das ist ein bisschen schade, weil jetzt können wir da nicht mehr weiter drüber quatschen. Aber es war ein sehr schönes Bild. Ja, das war ein richtig schönes Bild, das Dreh noch. Also alle drei haben mir richtig, richtig gut gefallen. So, da haben wir noch ein Fotochen. Ein Rotkehlchen. Das ist auch schön. Oh ja, im richtig Regen schön. Sogar. Das ist... Und mit diesen unscharfen Vordergrundelementen hier, ja. Das gefällt mir auch. Die ganze Farbgebung ist total genial. Ja, finde ich auch. Also einen schönen Rahmen gefunden, es ist sehr harmonisch aufgebaut. Schön Komplementärfarben genutzt. Der Regen dazu finde ich richtig, richtig gut. Vielleicht ist es auch Schnee. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ist, weil der Ast so ein bisschen gefroren aussieht. Ja, ne? Ja, genau. Könnte auch Schnee sein. Aber das macht immer ein Bild besonders, egal ob Regen oder Schnee. Mhm. Ja, ich switch einfach mal weiter. Und noch ein Rotkehlchen, auch wieder ein total reduziertes Bild, weil alles weiß ist und das Rotkehlchen mit der roten Brust poppt einfach raus. Das mag ich total gerne. Also das ist auch genau meins. So fast wie ein Gemälde dadurch, ne? Ja. Ist das generell so ein Tipp, den du so allgemein weitergeben würdest, einfach Tiere mal so komplett in einen leeren Raum zu stellen? Ja. Okay. Ja. Freistellen einfach, ne? Genau. Ja. Ja, also freistellen ist so der erste Schritt und gerade wenn man Schnee hat, Minimalismus. Und dann noch ein Farbeffekt oder so ein Color Key. Mhm. Rein, natürlich ein Color Key. Das wirkt. Ja, cool. Das wirkt einfach. Boah. Und dann noch ein Weitwinkel von einem Fliegenpilz. Das kommt richtig gut. Das sieht echt schön aus. Schöner Bildaufbau. Ich mag die Linienführung von den Bäumen. Die Stimmung ist natürlich genial. Das ist auch ein echt klasse Foto. Er wollte richtig gute Fotos hier eingeschickt bekommen. Richtig gut. Einziger Kritikpunkt wäre da vielleicht, dass ich versuchen würde, noch ein bisschen näher an den Pilz ranzukommen. Dass es so ein bisschen dominanter im Bild wird, vielleicht. Aber, weißt du, wie ich meine? Ja, finde ich jetzt gar nicht mal so. Findest du gar nicht so? Nee. Okay. Es ist halt jetzt auch sehr klein dargestellt am Handy. Ja, gut. Das ist, wenn das gedruckt wäre, dann wäre das... Wäre es voll. Wäre es eine andere Geschichte, ne? Das war's cool. Leider schon. Jo, aber mehr können wir eh nicht angucken, weil wir total eingeschneit sind. Ja, wir sind ja eingeschneit. Wir müssen so langsam echt gucken, dass wir jetzt vielleicht noch ein paar Fotos machen. Müssen wir mal gucken, ob noch was geht. Ich glaube, jetzt so Tiere fotografieren wird jetzt schwieriger. Ne? Aber ich will auf jeden Fall mal trotzdem noch mit deinem Spektiv da in den Steinbruch reinklotzen.
Du wirst nicht viel sehen, weil es alles sehr milchig wird durch den Schnee. Durch den Schnee, ja. Okay. Ja. Das ist so ein Problem. Also auf kurze Distanzen kannst du jetzt noch gut arbeiten bei Schnee, aber mit langen Teleprennweiten oder mit einem Spektiv ist es halt dann doch recht flau. Das heißt, Clarity und Dunst entfernen bringt dann auch nichts mehr. Ja, doch schon. Dunst entfernen ist sowieso, boah. Leute, nee, nicht gut. Okay, ja, also gucken wir mal. Schauen wir mal, ob wir noch was finden können hier. Genau, wir weichen einfach aus auf die Landschaftsfotografie. Da könnt ihr mir jetzt noch einen Workshop geben. Dummerweise haben wir das Weitwinkel nicht dabei. Also ja, ich zumindest ich auch nicht. Ich habe einen 50er dabei, von daher alles gut. Wir schauen mal. Aber wir hoffen natürlich trotzdem, dass euch wie immer die Folge gefallen hat und ihr eine Menge Spaß hattet. Ihr vielleicht ein bisschen was Neues auch zum Thema Tierfotografie und Naturfotografie lernen konntet. Und wie gesagt, für alle, die jetzt Patreon-Mitglieder sind, die können direkt dranbleiben und dann noch das Zusatzmaterial sehen, beziehungsweise am Gewinnspiel teilnehmen. Und ansonsten, Felix, schaut auf jeden Fall mal bei Chris vorbei. Genau. Auf der Website. Die Links sind, wie gesagt, unten alle in der Beschreibung drin, sowohl bei YouTube als auch jetzt, wenn wir den Podcast da bei Spotify und Apple Podcast reinstellen, dann könnt ihr da auch in die Shownotes gucken. Und ansonsten hast du jetzt noch deinen Standardsatz. Oder möchtest du noch möchtest was zum Abschied sagen? Okay, ganz schlecht. Ente gut, alles gut. Da musste sein, sorry. Ja, schön. Ja. Dann bleibt mir nur zu sagen, Glocke aktivieren. Nee, jetzt, oh mein Gott. Ach du Scheiße. Jetzt hast du es aber versaut. Fuck. Das ist jetzt, ich fang nochmal an. Ja, bitte. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. So geht's. Ja. Vielen Dank, dass du da warst, Chris. Sehr, sehr vielen, gerne. Vielen Dank. Genau. Hat Spaß gemacht. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. War zwar ein bisschen kalt am Ende, aber mein Gott, dafür kannst du ja nichts. Dafür nicht. Macht's gut, Leute. Ciao. Bis bald. Ciao. Wollt ihr denn mit dem toten Fuchs schütteln? Ich find's gut. Ich find's auch. Ich schick mir das vorher nochmal, ja? Bevor das online geht. Gottes Willen, ey. Oh Gott, damit bin ich anderthalb Stunden hergefahren, ja? Oh Gott, das Willen. Wie kommen wir denn jetzt bitte in ein Gespräch rein? Ich weiß überhaupt nicht, wie ich anfangen soll. Was habt ihr überhaupt für Fragen? Ja, das wirst du ja dann das sehen. Ja, okay, also ich muss als ob wir das jetzt geskriptet haben. Wir machen das nicht. Wie unprofessionell. Ja. So. Hättest du jetzt so eine Hauglandjacke, hättest du hier ein Mikrofasertuch rausziehen können. Ja. Erzähl mir mal bitte mehr davon. Nein. Super. Ja, also trotzdem, wir sind hochgewandert. Mehr haben wir bisher noch nicht geschafft. Chris hat uns eine Menge versprochen, aber bisher nichts halten können. Das Intro, oder? Ja. Ich heul gleich. Das ist okay, los geht's. Willst du nochmal dein dickes Ding auspacken? Soll ich mein dickes Ding auspacken?